SharePoint-Podcast, Ausgabe 377 vom 28.08.2017. Die Sommerinterviews. Heute zu Gast Hololuxer Christian Glessner. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, Sommerinterviewreihe. Und jetzt begrüße ich auch einen ganz lieben alten Kollegen MVP. Hallo Christian, ich grüße dich. Guten Morgen. Guten Morgen, Michael. So alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Nee, ich wollte mich darauf beziehen, auf die Zeit, die wir uns schon kennen. Das ist ja auch schon ganz lange her. Ja, Christian Glessner, stell dich doch bitte noch einfach ganz kurz noch einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, mein Name ist Christian Glessner. Ich bin Co-Founder von Experts Insight und bin schon seit, ja, ich glaube, jetzt sind es 15 Jahre in dem SharePoint Collaboration Business drin und helfe Kunden, wie man mehr erreicht mit Zusammenarbeitslösungen und habe da über die Jahre alle Trends und gute und schlechte Zeiten von SharePoint und Zusammenarbeit mitgemacht. Ja, du hast ja mal, genau, wir haben uns ja dann damals auch kennengelernt, weil du ja auch MVP geworden bist. Du hast mal angefangen mit stark mit Entwicklung und hattest einen Blog, ich weiß nicht, hast du den immer noch? Der heißt I Love SharePoint, ne? Nein, damit habe ich aufgehört. Du hast aufgehört, aber da hattest du. Und du hast, glaube ich, damals aber auch schon so kleine Tools gebastelt und dann auf Codeplex veröffentlicht, ne? Das war, glaube ich, das hast du auch einige Dinge gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ja, genau. Im Prinzip war die Idee, SharePoint damals relativ leichtgewichtig und schnell zu erweitern. Von der Idee her würde ich sagen, es ist relativ ähnlich, wie wir es jetzt Azure Functions machen. Kleine Callouts aus SharePoint, um da was zu erweitern. Mhm. Ja, und dann hast du dich selbstständig gemacht, hast Experts Insight gegründet mit Nicky Borel. Der war ja auch schon hier Gast in den Sommerinterviews. Und zwar mit Zirscher. Genau, mit dem Sammel habe ich nicht gesprochen, aber der war auch schon öfter mal hier. Ja, und ihr habt euch da aber speziell auch mit so einem, ihr macht auch die technische Umsetzung, aber ihr habt euch bei Experts Insight ja auch schon gleich von Anfang an drauf konzentriert, dieses ganze Thema Office 365 nicht nur als ein technisches Problem zu sehen, sondern auch als ein Organisationsproblem, wo man eben das Stichwort Change Management in einem Unternehmen umsetzen muss, damit man das erfolgreich einsetzen kann. Ist das so? Ja, das stimmt. Genau. Wie du auch weißt, ist das Hauptproblem heutzutage weniger die Technik. Ich habe da ja, wie soll ich sagen, am eigenen Leib in meiner Jugend das ja mal gespürt. Ich hatte ja, oder wie soll ich sagen, ich hatte zwar sehr früh mit Computern angefangen, aber als Teenager wollte ich dann ein bisschen weniger vom Computer wissen. Da wollte ich lieber Rockstar werden. Hm. Hatte mir da eine Gitarre gekauft und habe dann losgelegt. Und es hat sich ehrlich gesagt bescheiden angehört. Und das Problem war schnell gefunden. Es war die Gitarre. Was sonst? Ja. Also hatte ich meine Eltern so lange damit genervt, dass sie mir eine damals James Hetfield Signature E-Gitarre kaufen. Also der Rhythmgitarrist von Metallica war damals mein Vorbild. Ja, da hatte ich sie so lange genervt, bis ich es dann hatte. Hat sie eingestöpselt, total happy. Und es hat sich genauso mies angehört wie vorher. Spätestens da wurde mir klar, dass es nicht immer am Werkzeug liegt, sondern an dem, der es spielt, ja, am Künstler. Das kann ich gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ich habe früher mir mal meinen ersten Synthesizer zusammengebastelt und war dann nachher auch relativ frustriert, was da so an Tonqualität rauskam. Also nicht technische Qualität, sondern so an spielerischer Qualität. Und habe dann festgestellt, das Werkzeug allein macht es nicht. Interessant zu hören. Aber du hast ja deine Gitarre, ich kann mich erinnern, waren wir da nicht in der Lanxess Arena auf irgendeiner Veranstaltung? Da hast du deine Gitarre mal mitgebracht zu einem Vortrag. Tatsächlich, ja. Ja, ich habe danach auch wirklich geübt. Also wie gesagt, die Lektion, die ich da gelernt habe, war, ein Werkzeug ist nur so gut wie sein Meister. Ja. Und das Zweite, was ich dann gelernt habe, war halt auch, ich habe dann wirklich auch viel geübt, habe auch in einer Band gespielt. Wir haben auch dann mal den dritten Platz gemacht auf dem Talentwettbewerb. Ich hatte aber auch gelernt, dass auch egal wie hart ich übe, niemals dann einer der, wie soll ich sagen, der Top-Gitarrenplayer werden würde.
Also das Zweite, was ich dann gelernt habe, ist, nur auch in Kombination mit dem entsprechenden Talent wird man in der Disziplin wahrer Meister. Und da hatte ich wirklich dann im Studium dann gemerkt, dass, was mich total fasziniert, was schon in der Kindheit angefangen hat, waren dann halt einfach die Computer, die Chance praktisch aus, ich sag mal, aus der Tabula rasa, aus dem Nichts neue Sachen, neue Dinge zu schaffen, war das, was mich halt bis heute dann antreibt. Und da ist ja, ich höre mal, ihr macht jetzt seit wie vielen Jahren macht ihr jetzt Experts Insight mit Office 365? 5 Jahre jetzt. Wo man jetzt eigentlich allein schon mal diese kleinen Zeitspanne von 5 Jahren zurückguckt und sieht, wie das angefangen hat mit Office 365 und wie sich die ganze Plattform heute präsentiert. Das ist ja ein unglaublicher Wahnsinn, der da passiert ist mit einer Funktionsvielfalt und Tools und Möglichkeiten. Wie kommt ihr damit klar? Ich muss sagen, das ist mittlerweile, es ist schon hart geworden, die Geschwindigkeit mitzugehen, die Microsoft mittlerweile vorlegt. Also da kommt ja fast alle 2 Wochen noch zusätzlich irgendein Tool mit dazu. Aber diese ganze Geschwindigkeit, die sich ergibt, ist auch genau der Punkt, warum wir heute auch ein bisschen über das Thema AI reden, ist halt genau, um die Geschwindigkeit oder diese Informationsflut zu dämpfen, wird ja heute dann gerne Artificial Intelligence schon eingesetzt, um das zu bewältigen. Du meinst so halt zur Vorselektion so über Delph, dass es genau. Dir schon automatisch seine Informationen bringt über den Graph, der analysiert, was du machst und versucht zu erkennen, was für dich relevant wäre, um einfach so den Müll, den Neues rauszufiltern und die Relevanz dessen, was dir geboten wird, zu ergänzen. Ja, man sieht ganz klar, das muss auch so werden, das muss so sein, weil bei der heutigen Informationsflut, das wird immer mehr und mehr und schneller. Da braucht man halt zusätzlich Hilfe. Ich sag's, man muss praktisch sein Gehirn da einen Tick erweitern und das macht halt an der Stelle dann schon Artificial Intelligence. Bevor wir darauf jetzt mal ein bisschen genauer eingehen, wenn du schon sagst, es ist gar nicht so einfach mitzufolgen, wie schaffen es denn eure Kunden, da überhaupt noch mitzukommen? Denn ich meine, du beschäftigst dich ja dann mit den Experts Insight hauptsächlich darum, ist ja eure Aufgabe, euch darum zu kümmern, was gibt's für neue Features, wie kann ich die einsetzen? Aber wie kommen denn die Kunden klar, für die das ja eigentlich nur ein Werkzeug ist? Wie sieht's denn da aus? Wir arbeiten mit einigen Kunden sehr eng zusammen, zum Beispiel mit der Veleda. Ich weiß nicht, ob der Niki da was drüber erzählt hat. Niki betreut ja die Veleda. Mhm. Und wir machen mit denen regelmäßig Sprint-Meetings einmal im Monat, bei dem wir uns dann halt zusammensetzen mit Techni, also mit praktisch wir als Berater und Entwickler. Auf der anderen Seite dann halt die Kommunikation von der Veleda und die IT. Mhm. Und dann wird immer besprochen, was praktisch in den nächsten Wochen, Monaten ansteht. Und was eventuell für neue Technologien da zum Einsatz kommen. Also im Prinzip ist das eine Art kontinuierliches Change Management und eine kontinuierliche Veränderung. Fand ich interessant, was du gerade gesagt hast, mit der IT und der Kommunikation. Das heißt, euer Ansprechpartner ist bei den Unternehmen heute nicht mehr nur die IT, sondern eben auch die Fachabteilung, die Kommunikationsabteilung. Mittlerweile erhöht sich das, genau. Ich muss aber sagen, es ist immer noch ein recht großes Problem, gerade bei größeren Firmen, wie das halt aufgeteilt ist. Meistens überlegt sich halt entweder überlegt sich die IT irgendwas, ohne wirklich vorne mit den Endbenutzern oder dem Fachbereich zu reden, oder umgekehrt, der Fachbereich überlegt sich irgendwas, ohne überhaupt mit der IT zu reden und weiß überhaupt nicht, was heute möglich ist. Und da kommen dann halt Sachen raus, die man zwar entwickeln kann, aber die halt überhaupt nicht zukunftsträchtig sind. Es würde halt normal, kein normaler Benutzer käme ja auf die Idee, eine User-Story zu erstellen, wie zeigt mir alles an, was für mich relevant ist, automatisch. Auf die Idee käme man ja überhaupt nicht. Und deshalb ist es eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass sowohl die Business, also praktisch der Business-Bereich zusammensitzt mit der IT, um halt da wirklich die optimale Lösung zwischen IT und Business zu finden. Ich finde generell, dass der Design-Thinking-Ansatz das relativ gut probiert zu standardisieren. Da geht es ja darum, dass eine innovative Lösung steht in der Mitte und das ergibt sich praktisch aus dem Zusammenhang People, also aus der Schnittmenge People, Technologie und Business. Und da entsteht halt die Innovation und dafür muss ich einmal diese Sachen halt zusammenbringen und da tun sich viele Firmen noch schwer. Weil es da die richtigen Ansprechpartner fehlt oder weil man das noch gar nicht sieht, dass man diese verschiedenen
Abteilung ins Gespräch bringen muss, damit das funktioniert? Ja, ich glaube, es fehlt, dass man die Leute zusammen ins Gespräch nimmt, zusammen im gemeinsamen Workshop halt wirklich da sehr offen brainstormt und danach das relativ schnell in eine Prototype synthetisiert. Das Verständnis dafür fehlt noch bei vielen. Geht ihr denn heute bei so einem Design-Thinking-Ansatz davon aus, dass ihr sagt, okay, liebe Firma, erzählt uns mal, was ihr braucht und wir greifen dann in den Toolset und holen euch das Richtige raus? Oder eher so in die Richtung, wir präsentieren euch mal alles, was es so alles gibt und jetzt überlegen wir mal, was wir damit machen können. Wer treibt das denn? All das funktioniert, also es gibt verschiedene Sachen, die man auch so bei so einem Ansatz machen kann vom Workshop. Am besten ist es im Prinzip mit Personas anzufangen. Personas sind halt Rollenbeschreibungen, die in Personen aber probieren auch stärker zu personalisieren, nicht so als ob es einfach eine Rolle Leben einzuhauchen. Und das kann man auch schon in einer Vorstudie machen. Und dann gemeinsam in dem Workshop werden dann die Personas durchgesprochen und praktisch die User Journey, die Customer Journey, wie auch immer man das nennt, mal gemeinsam besprochen, wo denn überall Touchpoints mit der Software liegen und wie man diese Touchpoints im Prinzip mit der Software verbessern könnte. Aber man lässt da bewusst, wie soll ich sagen, man probiert es nicht direkt technisch irgendwie einzuschränken, sondern man probiert am Anfang extrem viel zu sammeln und danach in der zweiten Phase im Workshop, am besten halt eher an einem anderen Tag, wird das dann technisch nochmal evaluiert und mit kleinen Prototypen, ob das ein Lego Serious Play ist, irgendwas gebasteltes, gezeichnetes, schon mal probiert zu visualisieren. Und idealerweise setzt man dann noch 1 bis 2 Wochen Hackathon hinten dran, bei dem man dann wirklich mit Software dann einen realen Prototyp baut. Ich erinnere mich so an die Anfänge von SharePoint, da war man ja noch relativ begrenzt mit den technischen Möglichkeiten. Das war ja alles relativ eingegrenzt, man hatte bestimmte, Sites und so weiter und Team-Sites und ähnliche. Das war aber relativ starr, das System. Ist es denn für heute, wenn du auf Office 365 schaust, ist das mittlerweile ein Toolset geworden, wo du sagen kannst, also mit dieser Plattform, mit all dem, was da zur Verfügung steht und wenn der Kunde sich darauf einlässt, können wir einen Großteil deiner Anforderungen gut erfüllen, mit vielleicht ein paar Anpassungen, aber eigentlich ist heute das Toolset so ausgereift und so vielseitig, dass man mehr oder minder einen Großteil der Anforderungen out of the box erfüllen kann. Ja, also das sehe ich ganz klar. Also man kann mit Office 365 mittlerweile out of the box eine super Communication, also eine super Collaboration und Communication Plattform. Ich persönlich bin großer Fan von Teams. Ich finde, Teams bringt diese ganze verschiedene Services, die Microsoft hat, wieder gut auf einen Punkt, auch aus Benutzersicht. Deshalb empfehle ich den Kunden eigentlich überwiegend die ganze Team-Kollaboration über Teams einzusetzen. Und jetzt auch das Thema so Intranet und Information Hub wird jetzt auch nochmal ein bisschen mehr Fahrt gewinnen mit den neuen Communication Sites, die jetzt gerade ausgerollt werden oder stellenweise schon in First Release ausgerollt sind. Ist das mit diesen Communication-Sites, das fand ich auch interessant, dass die jetzt kommen, ist das so, nachdem die Welle mit Teams kam, wo man gesagt hat, wir müssen diese ganze Plattform also viel mehr interaktiv, mehr chatbasiert haben, das war ja so im letzten Jahr, ich sag mal, was heißt letztes Jahr, stimmt ja, gibt es ja erst ab einem halben Jahr ungefähr, also war das ja so einer der großen Themen, dass man da mal gemerkt hat, aber der Kunde oder die Anwender brauchen irgendwo doch nochmal dieses eher so auf dem klassischen Intranet, so Publizierungsseiten, Publishing-Sites und kommt jetzt, sagt, okay, dann bauen wir euch wieder mal die Communication-Sites, die diese Plattform machen. Ja, man braucht halt schon beides, die Teams-Kommunikation oder ist ja eher so eine Peer-to-Peer-Kommunikation. Da passiert halt sehr viel und ist sehr flüchtig. Nichtsdestotrotz braucht eine Firma halt auch noch klassische News, auch verlässliche News, die vom Management oder der Konzernzentrale kommen, bei dem man auch weiß, dass das offizielle News sind. Und Communication Sites sind eine schlanke Möglichkeit, das entsprechend umzusetzen. Und man sieht generell, der Trend ist, dass die Intranet-Seiten eher sehr schlank werden und eher so eine Art News-Portale. Ja, und jetzt kommt das ganze Thema Cognitive Service noch hinzu. Also wenn man, bestes Beispiel dafür ist Microsoft Stream, also die Videolösung.
Ist jetzt auch seit einiger Zeit für Office 365 Kunden verfügbar. Mit der Zusatzfunktion, dass ich da nicht nur ein Portal habe, wo ich mein Video hochladen kann, sondern das Video wird im Hintergrund analysiert. Es wird eine Transkription gemacht. Das heißt, ich kann nachher über die Suche in den Texten, in den gesprochenen Texten suchen. Und ich habe die Möglichkeit, Gesichtserkennung zu machen. Und das ist out of the box da. Also ohne, dass ich irgendwas groß einstellen muss, außer sagen, ob ich es haben will oder nicht. Das ist ja so der erste Schritt, den man da sieht. Wie siehst du diese ganze Entwicklung? Du hast es ja vorhin schon angekündigt, dass so ein bisschen die Komplexität durch AI rausgenommen wird. Genau. Ja, zum einen AI ist natürlich jetzt gerade, ich weiß gar nicht, in den letzten paar Jahren zum ungeheuer großen Trendwort geworden. AI ist ein sehr großer Überbegriff. AI gibt es ja schon länger. Das ist schon, wenn ich Google benutze und die den Algorithmus haben, um das Ranking zu verbessern. Oder im Prinzip jegliche Art von Programmlogik, die irgendeinen Entscheidungsbaum drin hat, ist eigentlich auch im Prinzip eine AI. Was aber in letzter Zeit halt den Durchbruch gebracht hat, oder was heißt Durchbruch, einen großen Boom nochmal in das Thema, ist, dass man halt mit dem Thema Deep Learning sehr viel weiter gekommen ist. Das ist eigentlich der Grund, warum in letzter Zeit wieder relativ viel über AI gesprochen wird. Und das einfach mal ein Tick abzugrenzen, AI ist praktisch der totale Überbegriff. Da drin gibt es dann halt praktisch Machine Learning. Und dann ist Deep Learning ist dann nochmal ein Unterpunkt von Machine Learning, was im Prinzip die Idee nutzt, künstliche neuronale Netzwerke zu nutzen, um dazu zu lernen. Mhm. Und Deep Learning ist im Prinzip, das gibt es auch schon länger, aber mittlerweile durch das Cloud Computing und durch Rechenpower haben wir jetzt letztendlich die Möglichkeit, also man braucht für Deep Learning ungeheure Rechenpower und jetzt haben wir halt diese Rechenpower erreicht, um dann mit Deep Learning solche Systeme zu bauen. Also der ganze AI-Trend basiert überwiegend auf dieser auf Deep Learning. Das Lernen über künstliche neuronale Netzwerke. Und insofern ist natürlich die Cloud-Lösung Office 365, das ist sowieso schon in der Cloud. Und im Hintergrund, das ganze Thema AI bei Microsoft wird ja über Azure abgedeckt. Insofern ist das Thema, wie viel Azure steckt in Office 365, da habe ich neulich auch mal einen kleinen Vortrag zugehalten, ist ja auch etwas, wo man sagt, da ist ja immer mehr drin. Also das, was so, Office 365 ist ja fast mehr so das Frontend. Und im Hintergrund werken dann diese ganzen AI-Komponenten, wo wir jetzt so die ersten Funktionen, wie gesagt, so bei Texterkennung sehen. Aber es gibt ja andere Sachen wie Übersetzung und Emotionserkennung, was da alles noch hinzukommen kann. Genau, das sind die Cognitive Services. Und ich meine, das ist im Prinzip ja logisch, dass das bei Microsoft läuft. Microsoft macht Infrastructure as a Service, Plattform as a Service. Und letztendlich ist Office 365 Software as a Service, also macht es ja Sinn, seine Plattform as a Service Services zu nutzen, um eine Software as a Service Lösung zu bauen. Also Microsoft hat ja schon immer seine eigene Plattformen genutzt, um dann halt die entsprechenden Produkte drauf zu bauen. Und die Applikationsplattform für Microsoft ist halt mittlerweile Azure. Also kriegt Office 365 immer mehr Azure-Komponenten. Ja, und das Verblüffende daran ist, dass das wirklich, ich sag mal, für den Endanwender tatsächlich nutzbar wird. Also der muss eigentlich, außer vielleicht zwei, drei kleine Schalter auf der Oberfläche, muss der nichts mehr machen. Der Rest passiert im Hintergrund und diese ganzen komplexen Funktionen, die da im Hintergrund stehen und so weiter und so fort, von denen merkt er gar nichts. Das ist, ich glaube, Satya Nadella hat das ja mal so genannt, die Demokratisierung von AI. Bin da ein bisschen skeptisch drüber, aber es ist zumindest die Verfügbarmachung von AI eigentlich für jeden am Arbeitsplatz. Genau, klar. Also die Dienste ziehen halten immer mehr Einzug. Wie weit? Und wie gesagt, Video fand ich jetzt auf jeden Fall auch echt spannendes Beispiel, dass er halt selbst die Sache erkennt, die Gesichter, die Texte entsprechend extrahiert. Das macht Videos halt wesentlich besser durchsuchbar. Ja, und ich glaube, in den USA gibt es ja auch schon, es wurde, glaube ich, auf der Partnerkonferenz kurz vorgestellt oder im Zeitraum, wo die Partnerkonferenz, diese App Seeing AI für Blinde oder Sehbehinderte, mit der man sein Smartphone einfach auf sein Gegenüber richten kann und dann sagt dir das Smartphone, das ist der Christian, der ist jetzt so und so viele Jahre alt und der macht gerade ein freundliches Gesicht. So, dass du also diese
automatische Sicherheit. Das sind immer so diese kleinen Beispiele, die da gezeigt werden, aber das zeigt ja, was da im Hintergrund heute schon möglich ist und was einfach bloß noch zur Verfügung gestellt werden muss. Ne? Ja, wir haben ungefähr genau parallel so einen Prototyp mit HoloLens gebaut. Klar, jetzt vielleicht, also fand ich vom Anwendungsfall für Blinde relativ spannend, obwohl die HoloLens halt eine Brille ist. Und wir haben da auch genau die Cognitive Services genutzt und man zieht halt die HoloLens an und er kreist dann die Gesichter ein, macht einen Rechteck drüber, schreibt zu jedem Gesicht, an dem ich vorbeigehe, also er trackt das auch, wo die einzelnen Leute laufen, schreibt dann das Alter hin, was für eine Stimmung, ob männlich, weiblich. Und er kennt auch gleichzeitig, wird geschaut, ob irgendwo Text ist. Sobald da ein Text da ist, kann man sich den vorlesen lassen oder man kann das fragen, was er halt sieht. Und er macht eine Umgebungsbeschreibung, was im Prinzip natürlich für Blinde auch wieder interessant wäre, weil das Ding kann zum einen warnen, wenn was kommt. Wenn man sich mit jemandem unterhält, kann es zum Beispiel auch sagen, der lächelt oder der ist dementsprechend alt. Und ja, ich nenne das auch wirklich das Augmented AI, also praktisch wir erweitern unser eigenes Gehirn um halt künstliche Intelligenzkomponenten. Ja. HoloLens und dieses ganze Thema, das ist ja auch ein Spezialthema von dir. Kommen wir gleich drauf zu. Nochmal eine ganz kurze Frage, nochmal zu Office 365. Wenn wir jetzt über diese ganzen coolen Features sprechen, die da sind, wie weit siehst du denn die Entfernung zwischen dem, was in der betrieblichen Praxis eurer Kunden tatsächlich relevant ist? Man hat manchmal so das Gefühl, wir sitzen da so in einer wunderbaren Technologieblase und freuen uns, was alles auf Office 365 geht und so weiter und so fort. Und dann kommt man auf eine Veranstaltung und redet mit den Leuten, die da sind und die sagen, oh, alles ganz toll, habe ich auch schon mal vermittelt, aber ist für meine Arbeit im Moment überhaupt nicht relevant, weil wir sind da noch von der Entwicklungsstufe her, keine Ahnung, mindestens 5 Jahre entfernt, bis wir mal in die Richtung kommen. Wie sieht das denn so in eurem Kundenkreis aus? Ja, also die nutzen die, also wie auch wieder beim Beispiel der Veleda, die mögen zum Beispiel solche Funktionen wie Delve sehr. Im Prinzip nehmen die Kunden oftmals aber einfach diese Funktionen der Plattform halt einfach mit. Wenn die eh in Office 365 drin sind, dann haben sie es halt eh. Es ist jetzt selten, dass die Leute da jemanden speziell drauf schulen. Und ich glaube auch, dass das, ich meine, Office 365, SharePoint oder irgendwas perfekt einzuführen, oder dass das richtig genutzt wird, das probiere ich schon seit 14, 15 Jahren. Und zu 100% funktioniert es eigentlich nie. Ja. Und ich glaube wirklich, dass dann deshalb wirklich das so einfach werden muss. Und Teams geht ja da in die richtige Richtung, dass das in Kombination auch, wie gesagt, auch mit solchen unterstützenden AI-Funktionen so einfach werden muss, dass man das im Prinzip überhaupt nicht mehr trainieren muss, sondern dass es im Prinzip genauso ist, als ob wir oder ähnlich, als wir uns jetzt unterhalten mit einem digitalen Assistent und der das macht und ich überhaupt nicht mal wissen muss, in welchem Tool oder wo das gespeichert ist, sondern ich eigentlich nur mit solchen Art digitalen Assistenten kommuniziere. Ich glaube, nur das ist die einzige Möglichkeit, all diese Services wirklich richtig zu nutzen. Nur durch reines Change Management glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass man das einfach schaffen kann. Ja, ich hatte auch mal irgendwo an der Konferenz mal den Vortrag, mal den Claim gemacht, SharePoint, Sisyphus bei der Arbeit. Ja. Du hast das schon erwähnt, HoloLens, das ist nämlich ein anderes Steckenpferd von dir, dieses ganze Thema. Fangen wir an. AR, VR, MR, Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, dieses ganze Thema. Und das hat dich so begeistert, dass du nicht nur in Begeisterung ausgebrochen bist, sondern ihr habt eine eigene Firma dazu gegründet. Genau. Ich habe dann zusammen mit den Bildpiloten haben wir eine Firma gegründet, die heißt HoloLux. Und wir machen halt dort nur Virtual Reality Lösungen und Augmented Reality Lösungen, beziehungsweise halt nennt man es eher Mixed Reality Lösungen und da halt auch sehr viel mit HoloLens. Was macht ihr dafür? Habt ihr da schon konkrete Projekte umgesetzt? Ja, ich muss sogar sagen, die Nachfrage in dem Bereich ist wesentlich höher, als wir es erwartet hatten. Wir hatten eigentlich gedacht, wir investieren da in die Zukunft und machen das eher so Richtung Forschungslab oder tun darin, was uns wirklich Spaß macht. Tatsächlich ist das aber unser schnellst wachsendes Teilunternehmen. Wir sind jetzt bei HoloLux. Wir sind jetzt 5 Leute, werden jetzt 6 Leute und müssen noch suchen noch weiterhin Personal. Es ist eine ungeheure Nachfrage in letzter Zeit nach Lösungen. Und was haben wir da gemacht? Wir haben zum Beispiel
mit Microsoft und ZF zusammen so ein Art CAD-Explorer gemacht, bei dem man dann halt sich schon ein CAD-Modell anschauen kann. Genau, ein CAD-Modell anschauen kann, aber halt dann auch mit einer Shared Experience. Das heißt, dass mehrere Leute praktisch zusammen an so einem Modell herumgehen können, das besprechen. Einer kann das dann halt exploden lassen und dann man sieht, wo der andere hinschaut. Man sieht dann die einzelnen Teile, man kann dann, ich sag ein Lehrer oder irgendwas kann dann wieder was erklären oder ich zeige das halt entsprechend im Kunden und erkläre dann halt die einzelnen Funktionen der Komponenten. HoloLens ist ja eine faszinierende Technologie, aber ist natürlich im Moment noch, ich sag mal, so ein bisschen gehandicapt. Zum einen durch die Brille, durch die Kosten, das alles noch so im lebenden Beta-Stadium. Auf der anderen Seite gibt's ja dann sowas wie Pokémon Go. Das heißt, dass ich einfach mein Smartphone nehme und da drauf laufen dann Mixed Reality-Anwendungen. Apple hat ja wohl da sein, wie heißt das, AR-Kit vorgestellt, mit dem das alles so gebaut werden kann. Meine Empfindung ist, dass ich glaube eher diese Apple-Lösung dem Ganzen, ich glaube mal, so einen Durchbruch bringen wird, weil wenn das alles mal zur Verfügung steht, einfach mal auf, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen Devices sofort verfügbar ist und man das einfach sofort auf Knopfdruck nutzen kann, und dass das praktisch auch dieses Thema Augmented Reality und Mixed Reality einfach viel stärker in unsere alltägliche Welt mit einbringen wird. Und dass solche Dinge wie HoloLens für, ich sag mal, im Moment noch für Spezialanwendungen, für Unternehmensanwendungen sind, aber der Weg, ich sag mal, so in den Massenmarkt da noch ein bisschen länger dauern wird. Wie siehst du das? Ja, das ist auch so. Ich kenne jetzt keine HoloLens-Anwendung, die jetzt ein Kunde für hunderte von Leuten ausgerollt hätte. Die meiste Lösung geht eher halt in Richtung Proof of Concept, Research. Es gibt mit Sicherheit ein paar vereinzelte Lösungen, die wahrscheinlich schon produktive Mehrwert bringen. Aber der richtige Durchbruch kommt halt erst, wenn die Hardware entsprechend soweit ist. Die HoloLens ist jetzt halt einfach das erste Gerät, das überhaupt auf diesem Level so funktioniert, als komplettes Standalone-Device für Mixed Reality. Und es erinnert mich so ungefähr an den Standpunkt, wenn damals die ersten Leute mit dem Mobile, mit dem Handy ins Schwimmbad gekommen sind und noch eine halbe Fitnessstudio-Tasche gebraucht haben, um dieses mobile Gerät irgendwie ins Schwimmbad zu bringen. Und die HoloLens ist praktisch, oder in dem Markt dieser Devices sind wir aktuell an dieser Stelle. Aber mit einem Unterschied, dass mittlerweile alles halt wesentlich schneller geht. Technik hat irgendwie das Potenzial in sich, exponentiell sich weiterzuentwickeln. Von daher wird das jetzt wesentlich schneller gehen als damals mit den Mobile Phones, mit den Handys. Weil ich denke, eigentlich muss, ich sag mal, deutlich, dass man diese ganzen, viele von den Diensten vielleicht nachher auch in der Cloud abgearbeitet werden oder einfach schon die Technologien zur Verfügung stehen, dass man sich einfach darauf konzentrieren muss, diese Geräte kleiner, billiger, mit längerer Akkulaufzeit und so weiter auszustatten und dann die Software, die dann nachher drauf läuft und so weiter, die kann auf ja einen riesengroßen Ressourcenschatz mittlerweile zurückgreifen. Ja, interessant finde ich im Prinzip, was Apple jetzt gemacht hat. Ich war da schon mit Apple relativ skeptisch. Und im Prinzip nehmen die einen anderen Weg, als die anderen jetzt nehmen. Wir haben das AR-Toolkit, das AR-Kit auch probiert. Und es ist wirklich erstaunlich gut. Also es ist erstaunlich einfach, damit solche Lösungen zu bauen. Auch für diese 2D, also die Umrechnung von der normalen Kamera auf praktisch auf 3D, auf dass ich auch den Raum mit reinkriege, funktioniert erstaunlich gut. Natürlich nicht so gut wie mit der HoloLens, weil halt noch aktuell kein Tiefenscanner drin ist. Aber Apple hat es wirklich geschafft, dass man jetzt das Internet völlig überschwemmt ist mit kleinen Prototypen von diesen AR-Kits. Und Apple wird dann mit Sicherheit logischerweise, da gab es auch Gerüchte bezüglich Carl Zeiss und Apple, die werden dann auch eine Brille rausbringen, aber mit dem Unterschied, dass die wahrscheinlich dann schon wesentlich mehr Software haben. Denen fehlt jetzt mehr oder weniger halt die Hardware. Die Leute fangen aber wie wild an, die Software dafür zu machen. Bei Microsoft ist es jetzt genau umgekehrt. Da kommt jetzt die Alloy, also das, was vorher Alloy hieß, weiß nicht, ob du das verfolgt hast, also die Virtual Reality Brille für Windows. Da kommen jetzt die von Acer, HP, von Dell, von alle Hersteller bringen jetzt diese Brillen raus. Ich denke, die kommen jetzt auch bei uns im zweiten Halbjahr. Und
Da die werden sich dann wahrscheinlich auch viel günstiger sein, ne? Die werden auch preislicher. Genau, die werden wesentlich günstiger sein, sind auch eher Virtual Reality Geräte. Ich schätze, es könnte aber wieder ein Problem werden, weil die Leute kaufen dann wieder die Hardware, benutzen es. Da kann man kurz damit rumspielen, aber dann wird man wieder das Problem haben, dass man keine gute Software findet, die irgendwelche Mehrwerte bringt. Mhm. Dann haben wir in der Hinsicht, sag mal jetzt von Microsoft und Partner, kommt jetzt viel Hardware, aber es gibt wenig geeignete, wenig gute Software. Mhm. Apple macht es jetzt scheinbar genau umgekehrt. Die probieren halt jetzt schon möglichst viel Software zu kriegen und werden die Hardware später bringen. Mhm. Naja, und wie gesagt, die haben ja, sind ja Millionen von Geräten draußen. Und wenn ich den am einen Tag sozusagen das ausrolle, dann hat man halt diesen Pokémon-Effekt, dass irgendwo kommt dieses Pokémon raus und innerhalb von, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen bricht dann, weiß ich was, die Datenleitung zusammen oder der Verkehr bricht zusammen, weil alle Leute plötzlich dieses Ding spielen. Die Kurve geht nachher auch wieder runter, weil man dann irgendwie das Spiel abgespielt hat. Aber ich glaube, was ganz entscheidend dabei ist, weil man das ja auch so bei Office 365 sieht, so mit AI und so weiter, dass die Technologie, dass du das einfach nicht merkst, sondern du machst zwei, drei Knopfdrücke oder touchst zwei, dreimal auf dein Smartphone und da ist es. So, ne? Nicht, dass du sagst, ich muss jetzt die Brille aufsetzen, ich muss das, um erstmal den ersten Schritt zu machen, dass die Leute sagen, oh ja, damit habe ich dann die ersten Erfahrungen. Das ist ja tatsächlich was spannend ist und sich dann nach und nach auch in die nächsten Schritte dann geben. Insofern finde ich diesen Zug gar nicht so verkehrt von Apple, da wirklich auf Content, auf Inhalte zu setzen und die Leute darüber abzuholen. Ja, also da bin ich wirklich auch gespannt, wie das halt ausgeht, weil, wie gesagt, die ernähren sich da wirklich von unterschiedlichen Richtungen. Mhm. Macht ihr und es hat besser funktioniert, als ich gedacht hatte. Bitte? Macht ihr denn auch da was in der Richtung ab? Macht ihr jetzt nur auf HoloLens oder macht ihr auch auf dem Apple Kit und ähnlich in diese Richtung? Ne, wir bauen auch auf dem AR-Kit. Mhm. Da sind auch ein paar Sachen, die wir jetzt ein paar Prototypen, die wir im Galeriewesen machen, zum Beispiel halt, dass man Bilder sich vorher schon von relativ teuren Künstlern halt vorher einfach bei sich zu Hause schon an die Wand hängen kann. Mhm. Das ist im Moment ein schlechter Case für HoloLens, weil die halt einfach dafür zu teuer ist. Ja. Aber das halt, die meisten haben da ein Apple-Gerät. Und dann vorher das mal einfach auszuprobieren. Also alles so, was Innenarchitektur und sowas angeht. Ich glaube, dass da jetzt das AR-Toolkit, weil das halt wirklich so relativ einfach ist, damit was zu bauen, dass da ganz, ganz viele Apps in diese Richtung gehen. Mhm. Alles so Innenarchitektur, wie wahrscheinlich das IKEA, alle seine Möbel, die ziehen mir die aus dem Katalog und stellen mir die entsprechend irgendwo bei mir zu Hause hin. Im ersten Schritt halt dann halt eher noch mit dem iPhone. Ja, ich brauche keine Brille, sondern ich habe das lade mir die App runter und schon ist es da. Ich meine, das macht ja dann die Usability aus und senkt einfach diese Eintrittsschwelle, dass ich mir erst eine Brille kaufen muss, die muss ich einschließen und dann, weiß ich was, habe ich sie wieder nicht aufgeladen oder keine Ahnung, ich muss sie mir erst aufsetzen, sondern ich nehme einfach mein Smartphone, was ich sowieso dauernd in der Hand habe, drücke auf die App rauf und gucke mir das an und fertig ist. Ja. Ich glaube, das ist ja auch ja die Herausforderung für diejenigen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die diese Technologien so mit Oberflächen zu versehen, dass die Eintrittsbarrieren möglichst gering sind. Klar, absolut, ja. Die Leute brauchen halt wirklich alle die Geräte und das ist halt bei VR und AR halt noch nicht der Fall. Mhm. Nur bei den mobilen. Als Google Glass vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt schon? Drei Jahre? So lange ist das noch gar nicht. Ja? Ich glaube, das ist sogar noch länger her. Echt? Ja. Als Google Glass rauskam, kam ja diese Riesendiskussion auf, um Gottes Willen, jetzt hat jemand eine Brille auf und ich sitze mit jemand, und da gab es ja auch so Videos dafür, ich sitze jetzt mit jemand im Café im Gespräch und während ich mit ihm rede, wird mir auf meiner Brille dann eingeblendet, das ist der und der, der hat das und das gepostet und so weiter. Da kam ja dieses ziemliche bedrückende Gefühl auf, um Gottes Willen, das ist ja dann die totale Überwachung oder Transparenz. Spielt das heute auch noch ein Thema, wenn jetzt AR und VR sozusagen nochmal ganz anders aufgestellt sind? Inwiefern meinst du das? Ich meine, das wird ja jetzt... Dieses Thema AR. Sicherheit, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie so eine App, mit dem kann ich jetzt überall hingehen und klicke rauf und dann weiß ich, ich laufe irgendwie über eine Straße und klicke jemand an und dann macht er eine Bilderkennung und sagt mir, okay, das ist der und der.
Da sind ja mittlerweile, ich sag mal, was auch so Datenschutz und Privatsphäre und so weiter betrifft, das ist ja, wenn AI da im Hintergrund spielt, da tun sich ja gewisse Risiken auf. Spielt das bei euch eine Rolle im Moment? Oder ist das erstmal im Moment noch, wir gucken mal, was technisch so geht und schauen dann mal im zweiten Fall, wie man da diese Sicherheitsdinge reinbringt? Ich habe auch gesagt, bei der HoloLens hat mir auch jemand gesagt, ich gehe dann halt in einen Raum rein und die HoloLens erstellt ja sozusagen ein virtuelles Profil von meinem Raum. Mit genau, das Raummesh, genau. Genau, diesen Raummesh. Und ich sag mal, wenn mir jetzt als Hacker ein Raummesh gelingt, so ein Raummesh zu kapern, dann kann ich mich ja schon mal, bevor ich in die Wohnung oder in das Museum oder sonst wo einbreche, mal genau ausgucken, wo was ist. Also wie was spielt denn da Sicherheit für eine Rolle? Wie verhindert man denn, dass die Daten, die man darüber gewinnt, missbräuchlich benutzt werden? Gibt es da schon Ansätze für? Ja, ich meine, die HoloLens in der Commercial Edition hat ja deshalb extra Festplattenverschlüsselung, VPN und alle Sicherheitsmechanismen, die man halt kennt, mit drin. Also ist es die generelle Netzwerksicherheit, weil das sind alles ja nichts anderes, auch Daten, die über TCP/IP übertragen werden, die Daten landen. Eine HoloLens ist nichts anderes wie ein Windows-PC. Mhm. Also wird eine HoloLens landet, ist auch genauso im Device-Management wie ein mobiles Gerät. Also im Prinzip ist es nur eine neue Art Mobile-Device, das ins Device-Management mit rein muss. Und das sind genau die gleichen Mechanismen der Sicherheit wie in allem anderen. Mhm. Aber drohen uns ja nicht vielleicht auch die Gefahren, die wir jetzt hier gerade bei den ganzen Attacken, so WannaCry und so weiter gesehen haben, dass irgendwelche schlecht gewarteten Billig-Webcams Sicherheitslücken aufweisen, die dann zu Botnetzwerken führen, dass wenn andere Hersteller irgendwie so billig AR, VR-Tools und Hardware online stellen oder irgendwelche Software, dass dann einfach auch da die Sicherheitskriterien Ja, klar. Natürlich, ja. Das ist genau das, wie du schon sagst. Ja. Das ist das Gleiche wie mit einer Webcam, die halt nicht entsprechend gesichert ist. Oder wie das Problem hat man ja mit allen IoT-Geräten. Ja. Das ist ja ein riesiges Thema auch bei Microsoft, wo sie halt ja mit ihrem Windows für IoT halt extrem drauf achten, wie kriege ich denn IoT-Geräte oder kleinste Geräte halt gegen Manipulation geschützt. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, mit dem Microsoft sich auch probiert, bei anderen abzugrenzen. Und aber auch generell auch in dem Thema Sicherheit spielt ja auch AI immer eine größere Rolle, weil auch bei der Advanced Security bei Office 365 ist ja auch so, dass man halt Machine Learning Algorithmen über die ganze Logs laufen lässt, um dann halt entsprechende Anomalien zu finden, dann dem System wieder Feedback zu geben, was halt normale Reisetätigkeiten oder Benutzerverhalten ist und was halt nicht. Also AI zieht ja überall mit rein, auch in die Sicherheit. Mhm. Also das ist auch etwas, worauf man achten sollte, wo sich auch die Anbieter dann wahrscheinlich unterscheiden, welches Maß an Security rund um diese Produkte sie anbieten. Ne? Dass also eine Microsoft da, ich sag mal, einen anderen Anspruch, einen anderen Standard bieten kann, als dann halt irgendwo die preiswerte Variante aus, wo auch immer sie herkommen mag. Ja. Gut, und grundsätzlich sag mal, bei VR oder AR, alle diese Daten, die gibt es ja im Prinzip eh schon. Es macht man, kriegt sie nur halt nochmal auf andere Art und Weise halt einfach zugänglich. Es ist nur eine neue Art User Interface. Ah ja, aber das macht es natürlich, wenn ich also mit so einer Brille durch die Stadt laufen kann und ich gucke mir die Leute an und kriege immer sofort virtuell dessen Xing oder LinkedIn-Profil angezeigt, dann mag es ja sein, dass die Daten schon da sind, aber es hat nochmal eine andere Qualität, oder? Ja klar, es geht halt einfach wesentlich schneller. Wenn du jetzt praktisch, um eine festzustellen, müsste viele Bilder machen. Also wir wollten wirklich sogar im Prototyp das mal probieren. Wir haben halt mit OpenCV, das ist auch eine Plattform für Bilderkennung in Realtime, haben wir mit den Cognitive Services und HoloLens gemixt. Und das heißt, man sieht halt wirklich durch die HoloLens in Realtime die Gesichter, die dann auch getrackt werden. Und im Prinzip schneiden wir dann die Bilder aus, senden die an die Cognitive Services. Die wiederum zeigen dann halt Infos an über die Person, also Alter, was man halt so weiß. Und das ist jetzt auch relativ einfach mal prototypisch zum Beispiel eine Bildersuche damit zu machen mit dem Gesicht. Mhm. Eventuell komme ich noch drauf, ja dann aufs LinkedIn-Bild oder auf Xing oder was weiß ich und kann mir dann zum Beispiel direkt von Leuten, die vorbeilaufen, eventuell die LinkedIn-Profile anzeigen.
sowas meinte ich, genau. Aber ich meine, davon ist man, ich sag mal, wie du es gerade beschrieben hast, technisch ist das eigentlich heute kein Problem mehr. Es ist, müsste eigentlich nur mal, sag mal so, vom technischen Prinzip her, die Tools sind im Prinzip alle da. Du könntest das machen. Und mal gucken, wann das tatsächlich kommt. Ja, also es fehlt im Prinzip nur die Masseverbreitung der Hardware. Die Software ist halt alles auch noch ein bisschen frisch im Experimentierstatus noch, aber das geht halt, das wird jetzt halt extrem schnell gehen. Und was man halt auch ganz klar sieht, ist halt, dass halt für die Politik oder für die Gesetzgebung, die hat halt massive Schwierigkeiten, die Geschwindigkeit der Technologie halt mitzugehen. Ich meine auch, da gibt es ja auch andere Sachen, was ist zum Beispiel mit Gewalt in virtuellen Räumen oder was ist mit sexueller Belästigung und Vergewaltigung in Virtual Reality oder irgendwas. Da gibt es mit Sicherheit, ist die Gesetzgebung dafür auch total überfordert. Ja, wo wir schon sagen, oh Gott, das dem allen zu folgen und da was zu treffen, das ist ja dann schon hart, aber wie gesagt, diejenigen, die sich nicht damit alltäglich beschäftigen und die vielleicht auch nicht so den tiefen Einblick in die ganzen Dinge haben, für die wird das schwerer. Auf jeden Fall ist es ein super spannende Themen. Ich weiß nicht, du bist, wie gesagt, hast du auch gesagt, du bist auch schon länger mit dabei. Ich finde, es ist zurzeit so die anstrengende Zeit, was IT betrifft, aber es ist eigentlich irgendwie auch die spannendste Zeit, weil derzeit viele Dinge, von denen man früher eigentlich immer nur so, ich will nicht sagen, geträumt hat, aber gesagt hat, ja, kommt irgendwann mal, die werden jetzt so nach und nach Realität und das auch nicht in, weiß ich was, erst in 10 Jahren, sondern das geht so zack, zack, ich will nicht sagen Monatstakt, aber doch relativ zügig. Ja, ist wie du sagst, es ist so ein bisschen die ganzen Science-Fiction-Filme, die man so aus der Jugend noch kennt oder als Kind. Ist wie zum Beispiel Terminator, ist praktisch ja weitergesponnen, die Geschichte von der AI. Aber besonders spannend finde ich im Prinzip Matrix, und das ist eigentlich das, was wir halt im Prinzip so in die Richtung auch ein bisschen forschen, ist nämlich die Kombination aus AI, ist nämlich in dem Fall gewinne die Maschinen, also wir kriegen die Singularität und wir haben die Virtual Reality, das ist ja praktisch die Story von Matrix. Und tatsächlich, also wenn wir jetzt nur einfach mal noch einen Tick weiter über den Tellerrand schauen, sehe ich wirklich ähnliche, parallele Entwicklungen in den Sachen. Ich meine, es wird immer so ein sehr kontrovers diskutiert, wie viele Jobs wird AI killen und killt es Jobs, killt es nicht Jobs. Das sind halt viele Diskussionen. Die eine sehe ich so, die andere sehe ich so. Ich sehe aber schon klar, dass viele der Routinetätigkeiten, bei denen man jetzt nicht viel die halt routiniert, low paid sind, dass da sehr, sehr viel über AI abgelöst werden kann und auch halt auch mit einer Geschwindigkeit, die wir gesellschaftlich nicht mehr in der Lage sind abzufangen. Man sieht ja, früher gab es schon immer technologische Disruptions, aber die gingen ein gutes Stück langsamer. Und wenn jetzt die AI kommt, dann geht das immer, immer schneller. Ja, ich kann dir da nur was zustimmen. Früher hatte man ja auch, da war ja eine Generation, die sind ja auch viel früher gestorben. Und dann hat man auch zwischendurch so aufräumende Ereignisse gehabt, wie Krankheiten oder Kriege und so weiter. Aber heute geht das, wie gesagt, das die Zeit hat man ja gar nicht mehr. Das geht heute, die Umkrempelung, das sind ja, weiß ich was, 15 Jahre und dann 5 oder 10 Jahre und dann hat sich das alles verändert. Ich sehe das ähnlich wie du. Und ich glaube auch diese Vision von die Maschinen, die immer intelligenter werden. Also ich frage mich schon, wann kommt dann irgendwann mal die Technologie, dass die Maschine einfach nicht mehr mit uns reden will, sondern sie macht sie hat ihr eigenes Ding. Das Schlimme ist, wahrscheinlich geht das so schnell und wir können es nicht mal planen, weil in dem Moment, wenn es passiert, ist es dann eh halt schon zu spät. Aber nochmal ganz kurz zurück mit der AI, wenn dann halt wirklich über die nächste Zeit relativ schnell weniger Jobs gebraucht werden. Die Politik probiert ja, das ist ja, was man probiert, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auch auf diese Trends der Digitalisierung zu reagieren. Jetzt ist das aber so, dass das auch so ist, dass man damit so ein bisschen, sag ich mal, über die Runden kann, überleben kann. Aber wenn man dann keinen Job hat, kann man sich auch nicht viel leisten. Und die Leute brauchen halt Aufgaben. Man braucht halt einfach, der Mensch braucht halt einen gewissen Sinn, sonst wird er halt depressiv. Und dann kommt tatsächlich Virtual Reality ins Spiel. Die Leute werden sich in virtuelle Welten, in virtuelle Netze zurückziehen und dort gemeinsam soziale Communities aufbauen. So ein bisschen wie in Prototypen wie Second Life, wie man mal früher schon auch gesehen hat. Und werden mehr in virtuellen Realitäten sein. Ich habe mal es war Markus, ein Kollege von mir, hat in Saarbrücken mal wirklich dann
einen Obdachlosen gesehen, der mit einer Samsung Gear VR irgendwo da in der Ecke gelegen hat und geschlafen hat oder sich eine Virtual Reality angeschaut hat. Und ich denke, dieser Trend, dass wenn wie gesagt, AI mehr automatisiert, man vielleicht wirklich mehr in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen geht, dann hat man aber nicht so viel Geld, groß überall hinzureisen oder sich viel Luxus zu leisten. Also werden die Leute mehr sich in virtuelle Welten zurückziehen. Jetzt hat dieses Gespräch so eine leicht depressiv-fatalistische Wendung genommen. Ja, wir bauen ja eine schöne virtuelle Welt. Genau, die sieht ja hübsch aus. Deshalb arbeiten wir ja dran, eine schöne virtuelle Welt zu bauen. Genau, eine hübsche Welt. Stimmt, das müssen wir ja auch noch sagen. Ja, ich lasse das jetzt mal, wir können das einfach so zum Schluss stehen lassen. Ich glaube, da werden wir öfter nochmal drüber sprechen müssen, wie sich das entwickelt, und das ist gar kein so langer Zeitraum. Christian, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du genommen hast. War super interessant, mit dir mal über die Themen zu sprechen. Und wie gesagt, sag nochmal, wo findet man euch? Das ist einmal die Webseite, das ist einmal Experts Insight. Expertsinsight.com und hololux.de. Okay. Und einen Blog schreibst du nicht mehr, oder doch noch? Doch, auch noch. Das ist blog.lightwolf.io. Okay, Lightwolf, aber nicht mit D, sondern mit T. Naja, manchmal denke ich, es wird mit D geschrieben. Er schreibt sich mit T. Alles klar. Okay, vielen Dank. Ja, bitte, Michael. Tschüss. Dir noch einen schönen Tag. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.